Da, wieder da. Ja, es war jetzt ein bisschen leise, wo ich weg war, oder? So musiktechnisch war keine da, glaube ich. Ah, wir haben den Fight überstanden. Yay, ich bin so gut. Hier hinten drin waren wir hier schon. Nee, ne? Ah, guck mal hier. Weinregal, Branntwein nehmen wir mit. Was haben wir im Fass? Tiefenpilz. Pilze, die unter der Erde in unmittelbarer Nähe von Lyriumadern wachsen. Okay. Benutzen. Durch Kauen von Tiefenpilzen wird ein kleiner Teil der Ausdauer wiederhergestellt, alles klar. Der Rest ist für Magier. Sie redet nicht mit uns. Okay. Danke fürs Übe. 3 Minuten 50, oder war ich aber flott? Heute schon langsam unterwegs. Ja, der Onkel mit seiner mega schnellen Leitung. Das ist immer fies. Der Onkel hat so eine ganz. Zwergenstory ist auch super gemacht, sagt Duxley. 3 Minuten hier. Hallo, ihr Raupen. Hi, Tai Wendo. Einen wunderschönen guten Tag. Zwergen gespielt. War sehr freizügig, was Prügel angeht. Astachar war Nahkämpfer. Kamen zwei Mages und dann Schurke. Schurke hat am meisten Spaß gemacht. Beim Mage hat man die meiste Spielvielfalt. Okay. Wollte gerade sagen, ja, vor 8 Jahren war das vermutlich, wäre das furchtbar gewesen, 15 Gig runterladen zu müssen. Aber vor 8 Jahren hat man das vermutlich einfach auf den DVDs gekauft und dann installiert. Fertig. Da hat man nicht runtergeladen. Thank you very much, Demo. Doch, doch. Ingame-Musik-Klimper. Okay, gut, dann geht's ja. Viele Leute haben Probleme mit der Kampfsteuerung. Ist ihnen zu träge. Ich liebe das Taktische. Ist Geschmackssache. Ich wusste gar nicht, dass es hier diesen Taktikteil gibt, aber es geht bisher, ehrlich gesagt. Es geht aber auch nur deswegen, weil ich mich sonst so hier im Spiel wirklich frei bewegen kann. Wenn ich da dann auch die Ansicht von oben hätte, weiß ich nicht, wie ich das finden würde. Aber so finde ich das eigentlich ganz schön. Ich mag auch die Sprechszene, also wenn man wirklich die Gesprächsszene, wenn man mit jemandem redet, dass man den dann wirklich sieht und so, das gefällt mir sehr gut. Ich finde, das ist sehr, sehr gut gemacht. Up and down Yatam, it's good to me. Oh, 2 Gigabit. Oh, alter Tai Wendo. Hey Mostrom, einen wunderschönen guten Tag. Dame mit dem guten Spielgeschmack. Das müsste Sando gerade tatsächlich sagen. Also Sando hat mich auf das Spiel gebracht, hat gesagt, hier, wenn du gerade Bock auf Rollenspiele hast, mach doch mal das. Und da ich Dragon Age noch nie gespielt habe, dachte ich mir, klar. Neues Game, wieso nicht? Wir sind immer so. Okay. Ran da an den Feind. Nee, warte mal. Erstmal mit dem ran da an den Feind. Schön damit. Und sie gibt ihm erstmal. Müssen wir mal gucken. Festhaltender Schuss. Verfehlt, das ist ja furchtbar. Die Mucke ist laut im Kampf, oder? Das ist ja. Holy, holy moly. Ich muss mal gucken, ob ich das nicht doch noch ein bisschen runternehme hier. Im Kampf ist das schon sehr. Sehr krass. Versuchen wir das mal so hier, dass das so ein bisschen gleich ist. Mal gucken. Ah, Dragon Age ist voll nice. Hast du auch die Add-ons? Ich habe die Ultimate Edition gekauft, also gehe ich stark davon aus, ja. Muss aber auch nicht taktisch spielen, kann die KI machen lassen, was sie will, zudem ohne Pausen spielen. Ja, aber das wäre doch sonst jetzt knapp daneben gegangen, oder? Denke ich, wenn ich hier ohne Pause gespielt hätte an der Stelle. Shanks, moin, moin, Hallöchen. Huch, da war der Kopf ab. Nahegelegt als ein Spiel, das ich mal gespielt haben muss. Gilt ja nicht nur für dieses Spiel. Ach so, das mit dem guten Geschmack. Ja. Danke, Mostrum. Ich wollte auf meinem Neuland so schnell sein. Hey Jeffski, moin moin übrigens. Kann man KI-Autoverhalten einstellen?
sich heilen soll oder sogar, wenn sie zuerst angreifen soll. Ein PC-Kumpel gecarried? Weiß nicht. Roststein. Diese Splitter von Lebensstein werden auf natürlichem Wege oder von einem Besänftigten mit Magie angereichert. Roststeine strahlen Kälte ab und finden in zahlreichen Tränken und Fallen Verwendung, die etwas mit Eis zu tun haben. Die Malme eines Froststeins verleiht dem Anwender kurzzeitig einen geringen Bonus auf seine Kälteresistenz. Okay. Windeln für Erwachsene. Dann brauchst du keine Pausen machen. Toilette oder sonstiges. Voll aufs Zocken konzentrieren. Wieder Auto verhalten. Das dauert aber noch mal was, bevor es Sinn macht. Okay. Oleg, vielen lieben Dank für den Follow. Alles klar, das dauert also noch etwas, weil ich hatte ja schon gesehen, dass es hier irgendwo bei Taktik, warte mal, Taktik war die Taste. Genau, dass es hier Autoverhalten irgendwie gibt, ne? Verhalten Standard und dann gibt es hier passiv, aggressiv, Fernkampf, vorsichtig, defensiv. Und eigentlich will ich ja ihn defensiv haben, ne? Ihn will ich ja schon gerne defensiv haben als Verteidiger. Und was das hier aber ist, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Das verstehe ich noch nicht so ganz, aber vielleicht kommt das noch. Kann ich nicht hoch? Okay. Hier kann man noch links in den Raum. Warte mal, F5 gerade. Okay. Das ist natürlich jetzt schlecht. Warte mal. Ich werde es tun. Sauber. Was? Ja, das war doch schon mal besser jetzt. Als bei dem Kampf gerade. Sehr gut. Das war sehr, sehr gut. Das war sehr nice. Das hat super funktioniert. Hier gibt es so Rüstungsständer. Lederzeug. Oh, sehr gut. Das ist doch hier was für meinen Hauptcharakter. Lederklamotte. Hallo. Endlich mal hier ein bisschen Defense. Sehr, sehr gut. Rennen wir nicht mehr in unserem Hochzeitskleid durch die Kante. Kurzbogen, den haben wir schon an, ne? Genau. Den Kurzbogen benutzen wir schon. Waffengestell. Großschwert oder Streitkolben? Großschwert ist vermutlich Zweihänder, ne? Genau, das bringt uns nichts. Der Streitkolben war schwächer als das Schwert, was wir haben. Wir hatten ja vorher schon mal einen gefunden. Nice Sache. Der Kampf war viel, viel besser als gerade eben. Die schießt ihm ja in den Rücken. Na, ich hoffe nicht. Oktopus-Scheiben rumkaut, aber es knirscht. Was? Wieso? Bitte was? Mach erstmal das Tutorial fertig. Ja, ja, ja. Hello, vor mir stehen Grillgut, Salat, Brötchen. Ich habe kaum Hunger. Oh, Flaxus, was? Oh. Ich würde das jetzt essen, ne? Ich würde das ja jetzt essen, ne? Ich habe noch gar nichts gegessen heute. Ich wollte eigentlich vorm Stream essen und dann wollte ich aber anfangen. Der Bockmist. Der Blöde. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Hauptmann der Wache und zwei. Oh. Oh, das wird jetzt interessant. Ich würde gern mit. Was mache ich denn gerade? Mit ihm gerade vorlaufen in den Fight. Ich sagte doch, da sind noch mehr. Elfen tauchen immer in Rudeln auf, so wie Ratten. Lassen wir diese Elfenhure am Leben? Sie haben unsere Jungs getötet. Dafür stirbt sie. Ihr habt einen Larus getötet. Sagt mir, wo die anderen sind. Ergebt euch und ich lasse euch leben. Ich werde das hier genießen. Verdammte Hure. Wir zeigen dir, wie Männer kämpfen. Komm mir mal nicht doof, mein Freund. Jetzt mal ganz kurz auf. Haben wir erstmal die Kleinen weg, oder?
glaube ich. Ich würde ihn gerade gerne... Achso, nee, warte. Wir fangen mit ihm an. Okay, mal schauen, ob das geht. Was? Nein, was tut er? Du, Trops, du musst schon angreifen, ne? Nicht aufhören jetzt hier. Das wäre irgendwie ganz doof. Ah nein, falsch, das war falsch. Ich bin aber auch ein Trops. Warte mal, ganz kurz, auf ihn. Sie auf ihn mit. Schön nacheinander hier. Schön nacheinander, meine Freunde, immer mit der Ruhe. Unfairer Kampf kannst du jetzt, glaube ich, gar nicht machen. Er hier hat gleich Schildblock wieder frei. Was soll ich? Ich muss stark sein. Schildschlag, nicht Schildblock. Ein bisschen. Könnt ihr Menschen uns nicht in Frieden lassen? Was mache ich? Ist das so richtig? Du hast vielleicht die Nerven. Aber natürlich. Okay. Geht, läuft. Sauber. Und weg. Ja. Malaris. Es tut mir so leid. Oh. Sando, geh mal kochen. Wie sie das wohl mit ihrer sinnlichen Stimme gesprochen hätte. Aber das war doch voll sinnlich, nicht? So ein bisschen. Araflo Saga, vielen Dank für den Follow. Chars gerade machen, zaubern, laufen, angreifen. Ja, das habe ich. Ich habe das gesehen. Ich habe bloß nicht verstanden, warum er sich bewegt hat. Aber vielleicht habe ich aus Versehen irgendwo Rechtsklick geklickt. Kann sein. Er hat sich für mich geopfert. Sorgen wir dafür, dass es nicht umsonst war. Wir müssen uns beeilen, bevor den anderen etwas passiert. Aber sowas von. Den Ehering. Den nehmen wir mit. Genau so wird es geschehen. Fechtergurt. Angriff plus 4. Okay. Aber selbstverständlich. Voraussetzung Magier. Habe ich nicht. Hier haben wir bloß ein paar Kupfermünzen bekommen. Schwache Verletzungsausrüstung. Satz Bandagen, andere Hilfsmittel zur Heilung. Augenblicklich einen kleinen Teil der Gesundheit des Anwenders wieder her. Okay. Wir werden vermutlich bei ihm hier ein bisschen drauf achten müssen, dass er mir wirklich nicht umkippt. Wobei er gerade noch... Er hat noch ein paar Wundtränke. Sie nicht. Bei ihr ist alle gerade. Deswegen nehmen wir mal das mit hier hin. Ach, das kann ich gar nicht. Das geht nicht auf die Schnelldingsleiste? Habe ich jetzt bei beiden das drauf? Ah, das geht. Okay, ich dachte, es geht immer nur bei einem. Den Gürtel... Den geben wir ihm. Den Fechtergürtel. Hallo Richard, einen wunderschönen guten Tag und wünsche ich dir ebenfalls. Er blinzelt auch noch. Was? Die 4? Die richtige Antwort wäre 4 gewesen. Ach so. Virus, viel Spaß. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Bye, bye. Bis später. Wie schön. Mika zockt einen wunderschönen guten Tag. Außer montags bin ich eigentlich jeden Tag da. Tatsächlich. Aber halt unter der Woche immer erst später, weil ich da, ne, arbeite und so. Aber ansonsten bin ich außer montags jeden Tag da. Wie ihr wünscht. Aber natürlich. Ich hoffe wirklich, sie kann ihm nicht in den Rücken schießen, aber es scheint nicht so, als könnte sie das.
Kann man eigentlich, gibt es eine Möglichkeit, schnell zwischen denen hin und her zu wechseln? Also außer die Symbole anzuklicken? Außer die Porträts anzuklicken? Das ist jetzt eine aktive Frage an den Chat. Großer fehlerhafter Blitzkristall. Benötigt 20 Konstitutionen. Charakter kann Gegenstand nicht ausrüsten. Rüstung, Erschöpfung, Elektrizitätsresistenz. Aha. Tant. Arbeiten, lol. Ja, na, Freitag ist das was anderes. Aber eben auch nur freitags. Mit Tab oder so, aber ja, gibt es. Also mit Tab nicht. Was war die Frage? Ob man schnell zwischen den Charakteren hin und her wechseln kann, ohne mit der Maus klicken zu müssen. Also irgendeine Taste. Nee, beides nicht. Steuerung 1, nee. Hat nicht geklappt. Ah, neuer Codex-Eintrag. Sehr schön. Nehmen wir mit. Option ist doch einfacher. 1 bis 4 soll ich eine Zusatztaste. Also 1 bis 4 auf jeden Fall nicht, wenn dann F. 1 bis 4. Tatsächlich, die F-Tasten funktionieren. Okay. Dankeschön! Warte mal, Moment. Ich bin gerade... Er macht mal gegen ihn gerade das. Nimmt vor allem auch mal einen Wundtrank. Achso, warte mal. Ich kann ihn nur eins tun lassen. Okay. Sie greift mal bitte das Ding an, nicht das Vieh hier. Das kann warten. Selbst. Raus damit. Aber natürlich. Okay. Gut. Wie ihr wünscht. Ah, Skala, einen wunderschönen guten Tag. Hallöchen. Gar nicht dran erinnern, dass die Kämpfe in Dragon Age so taktisch waren. Ja, vielleicht liegt das an mir. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt, aber der kriegt immer so viel aufs Maul und dann habe ich Angst, dass der mir umfällt und stirbt und so. Doppelt gebackener Mabari-Keks. Beschränkung? Mabari-Hund. Na toll. Ja, total toll. Hab aber nicht so einen Hund. Noch so ein Mabari-Keks. Die 1 war noch sehr taktisch. Okay. Liegt also nicht an mir, sozusagen. Wollt ihr damit jetzt sagen, sondern dass das in Ordnung ist, so? Die 2 war mehr Arcade, okay. Ab der 2 war es nur Haut drauf, alles klar. Wenn ich die jetzt rauslasse, sind die dann böse zu mir? Das werden wir dann gleich feststellen. Ich stelle sie mal ganz kurz nach hinten. Eigentlich ist er ja schließlich unser Deffer. Kriege ich dafür eigentlich Erfahrung? Oder lohnt sich das überhaupt nicht? Weil ich würde die Hunde nicht für den Arsch töten. Also nicht, das wäre ja schade. Gar nicht ohne Taktik. Auf einfach ging es ohne. Alles drüber musste man unbedingt mit Taktikmodus spielen. Okay. Natürlich vom Schwierigkeitsgrad ab.
Inquisition ist dann eher stirbt eh, egal was du machst, okay. Ist ja nicht Spielmechanik. Und noch ganz am Anfang, ja. Justice, einen wunderschönen guten Tag. Ich bin noch ganz am Anfang und ich habe auch keine Ahnung von dem Spiel. Also bitte nicht spoilern, nicht backseaten, außer ich frage ganz direkt. Das wäre ganz, ganz freundlich. Oh je, was soll das denn schon wieder? Aber natürlich. Wohin soll ich gehen? Bezahlt für Wohnstaten, Mensch! Hallo? Wieso greift sie nicht an gerade? Wieso macht sie nichts? Was zur Hölle ist ihr Problem? Jetzt macht sie wieder was. Hallo? Aber natürlich. Ach so, ich muss dann immer rechts klicken, damit die hingehen. Ansonsten gehen die da nicht automatisch hin. Ah. Ich glaube, da klebt Blut an mir. Das ist ja merkwürdig. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Justice! Shazim! Was geht hier? Da kennen sich zwei. Ich merke schon, da kennen sich zwei. Lebensstein. Diese seltenen Steine findet man in unmittelbarer Nähe von Lyriumerz. Sie verfügen daher auch über einige von dessen Fähigkeiten. Lebenssteine verbessern bei der Herstellung von Gegenständen die natürlichen Eigenschaften anderer Werkstoffe. Okay. Interessant. Ansonsten haben wir hier nichts. Speichern. Macht sie wieder was, nämlich Killstealen. Oh. Kiste. Blutbefleckter Schild. Ich glaube nicht, dass dieses Schild besser ist als das, was ich habe. Aber wir können ja mal nachgucken. Unter was zählt das? Rüstung? Ja. Die sind gleich. Die sind komplett gleich, beeindruckenderweise. Okay. Trustis, ich danke dir für den Follow. Frauen Hunger und Durst haben, machen die einfach nichts mehr. Dafür gibt es die KI-Steuerung, die man zuweist. Na, aber wenn ich den... Ich hatte ihn ja gerade auch aktiv. Und in dem Moment, wo ich ihn aktiv hatte, ist er nicht von alleine zum Gegner gegangen. Das ist halt das, was mich so ein bisschen gekratzt hat, ne? Also er läuft nicht selbst hin. Auf bitte, was soll ich mich freuen? Was ist denn SGDQ? Summer Games Done Quick. Ah. Ich glaube, ich habe das tatsächlich mal gesehen gehabt letztes Jahr. Aber, also freuen wäre jetzt vielleicht übertrieben. Süßigkeiten habe ich auch noch nie von ihm bekommen. So, ich mache das jetzt wieder hier ordentlich, sauber und so. Also, pass mal auf. Wir greifen den da an. Sie macht das schon. Ihn hier. Bin ich hier nur reingeraten? So hart bist du auch nicht. Also, der hält aber auch echt nicht viel ab, oder? Unser Deffer. Oh. Das ist auch irgendwie alles relativ hier, was der so an Schaden aushält. Komm schon! Das mache ich. Du hast vielleicht Nerven. Wie ihr wünscht.
Kriegt man glatt wieder Lust auf das Spiel? Läuft doch schon eine Woche die Wiederholung vom letzten Jahr. Ah. Wenn du ihn aktiv hast, steuerst du den, nicht die KI, alles klar? Warte mal ab, das wird noch besser. Trägt ja nur Kette, okay. Olle Kamellen wie Mega Man 1 brauche ich nicht. Rastin, einen wunderschönen guten Tag, Hallöchen. Hi. Da haben wir noch eine Kiste. Bergkristall nehmen wir mit. Erfahrung gesammelt. Sehr schön. The Loser Boys. Vielen lieben Dank für den Follow. Dankeschön. So, ich laufe diesmal wieder mit ihm zuerst rein. Ich werde es tun. So, hier ist Ende im Gelände. Alles klar? Okay, kommt mein Charakter jetzt hinterher? Ja, gut. Kam ich irgendwie gerade nicht drüber. Kein Kettenträger tanken. Ja, das stimmt wohl. Gnossi, Hallöchen. Man gewöhnt sich sehr schnell dran. Was das mit der Taktik... Ja, ich finde, es geht schon. Das ist jetzt nicht das Ding. Aber er kriegt halt sehr, sehr viel Schaden. Also ich muss verhältnismäßig gefühlt sehr viel heilen dafür, dass das der Anfang ist. Und das finde ich ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Aber gut, ich hoffe einfach wirklich drauf, dass das besser wird. Ich hoffe wirklich, dass das ein bisschen besser wird. Weil ich habe nicht mehr sonderlich viel zum Heilen. Das ist einfach nur gerade so ein bisschen meine Angst. Haben wir Feuerkristall. Kurzzeitig einen geringen Bonus auf seine Feuerresistenz. Okay. Den hier noch. Schwacher Wundumschlag. Sehr schön. Wir haben ausnahmsweise mal keinen gebraucht. Stellst dir vor wie Gothic. Am Anfang kannst du nichts. Am Ende kannst du immer noch nichts. Und mehr als ein Gegner gleich möglicher Tod. Ah, okay. Ist wie Gothic. Abgenutzt wird quasi Männerverschleiß. Schön. Die Werte der Plattenrüstung an, die du hast? Hä? Auch gar keine Plattenrüstung. Ach so, du meinst die Werte hier. Ja, na, dass die dann besser ist, ist mir auch klar. Ja, es ist halt das, ja. Aber ich kann sie ja noch nicht tragen. Das dauert noch ein wenig. Pause startet. Sei es bei Kampfbeginn, wenn sie nur noch Leben haben und so weiter. Es gab verdammt viele Pausen bei mir. Ach, man kann das auch noch einstellen, ob da irgendwann automatisch eine Pause kommen soll. Das ist ja auch krass. Was hier alles geht. Spielen ist ein Mage am schönsten, weil man den selten positionieren muss. Mit dem Heilen ändert sich nicht so massiv. Auf die AP muss man immer achten. Dafür kann man der KI sagen, heile dich bei unter 25 HP oder andere Werte setzen. Ah. Aber natürlich.
Ja gut, das wird dann natürlich praktisch. Also wenn die sich wirklich dann irgendwann mal selbst heilen. Das ist dann halt deutlich besser. Freischalten nicht möglich. Rechtsklick freischalten nicht möglich. Fähigkeit unzureichend. Okay. Mal ausnahmsweise kein Kampf hinter einer Tür. Was ist da los? Hier stimmt doch was nicht. Ja, sehr gut. Heiltränke. Mehr davon. Mehr. Brauche mehr. Mehr Heiltränke. Das finde ich sehr gut. Sehr, sehr schön. Ah, September. Vielen lieben Dank für den Follow. Client updaten. Er wird doch richtig besser. Ja, das stimmt. Atras, das stimmt. Ja, immer mit der Ruhe. Es wird schon noch immer mit der Ruhe. Alles gut, ich verstehe das. Ich soll mich entspannen. Oh, ich glaube, ich bekomme gleich Besuch. Aber natürlich. Das gab natürlich jetzt erstmal ordentlich aufs Maul tatsächlich. Eieieiei. Warum lassen Sie uns nicht in Ruhe? Ich hasse das! Ich werde es. Ich habe nur noch einen Heiltrank. Kommt schon! Macht ihn kaputt! Oh! Snickers, einen wunderschönen guten Tag! Und dir ebenfalls einen schönen Sonntag. Wesen mit einem Rang. Die Namen besonders schwieriger Gegner erscheinen in unterschiedlichen Farben, um anzuzeigen, welche enorme Gefahr von ihnen ausgeht. Gegner mit gelben Namen sind überdurchschnittlich gefährlich und aggressiv. Namen in Orange weisen auf extrem mächtige Gegner hin, die es allein mit einer ganzen Abenteuergruppe aufnehmen können. Eieieiei. Knappe Sache. So viele Heildinge sind, ja, da kann man misstrauisch werden, ja. Wo mein Charme meist auch Bogi war. Ah. Die ganze Gruppe. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Und Death Hunter, ja, frisch angefangen. Ich kenne aber auch das Spiel noch gar nicht. Ja, noch überhaupt nicht. Also bis eben jetzt die 3 Stunden, die wir inzwischen schon spielen. Kenne ich sonst überhaupt nicht. Kein Stück. Fähigkeit unzureichend. Schwacher Natursalbe nehmen wir mit. Na, was haben wir denn hier? Keine Sorge, wir machen mit den beiden kurzen Prozess. Halt's Maul, Idiot! Sie sind mit genug Blut befleckt, um eine Badewanne zu füllen. Was denkst du, bedeutet das? Dann redet, ihr habt nur noch wenige Sekunden zu leben. Die Lage ist die. Du kannst offensichtlich mit der Waffe umgehen. Wenn wir kämpfen, tötest du uns vielleicht sogar. Mein Vater wird das niemals dulden. Er brennt euren Schweinestall von Gesindeviertel nieder. Ich schlage vor, dass ihr jetzt einfach geht. Mit 40 Sovereigns im Beutel. Ihr nehmt das Geld und verlasst Denerim noch heute Nacht. Keine Vergeltungsaktion. Ihr könnt gehen, wohin ihr wollt. Top, viel Spaß, super Spiel. Also bisher ist es echt fantastisch. Meh, ich hab's sogar. gerade so viele krasse Kampfszenen in den Kopf. Irgendwie freue ich mich gerade wie ein kleines Kind aufs Zuschauen. Die. 3 Stunden, da kennst du doch schon alles. Spiel eine Charaktererstellung? Ja. Hat es.
Wobei ich gar nicht so lange in der Charaktererstellung verbracht habe, wie ich normalerweise darin verbringen würde. Go, go, Menschen-Elfen-Krieg! Es sieht immer noch, also es sieht wirklich gut aus. Es sieht wirklich gut aus. Wo die alle tot sind, kannst du die auch töten. Und die Frauen? Lasst ihr sie auch gehen? Die Frauen bleiben. Morgen können sie dann leicht angeschlagen nach Hause. Aber dann seid ihr schon weit weg. Das ist der Handel. Schlagt ein oder nicht? Es wird mir eine Freude sein, euch zu töten. Ha! Es bringt einfach nichts, mit Klingenohren zu reden. Ich werde euch jetzt einfach töten. Ignorantes Pack! Okay. Das wird jetzt kritisch. Ich habe kaum noch Zeug zum Heilen. Und Shastis hat gerade gesappt. Das wollen wir doch noch schnell hypen, bevor dieser furchtbare Kampf losgeht. In dem ich vermutlich sterben werde. Yippie! Shastis, vielen, 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 vielen lieben Dank für den Sub und herzlich willkommen bei den Flauschraupen. Du darfst jetzt deine eigene ganz private Gummizelle im Kokon beziehen. Mach es dir dort bitte gemütlich. Lehn dich zurück. Ich hoffe, du wirst die Streams hier genießen. Ich hoffe, ich kann dich sehr gut unterhalten. Und ich wünsche dir unglaublich viel Spaß mit den fantastischen Emotes, die dir jetzt zur Verfügung stehen. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Dankeschön! Eieieiei. Ja gut. Wie machen wir denn das jetzt? Soris. Erst auf ihn und dann die anderen zwei? Oder erst die leichteren und dann den schweren? Ah, gut unterhalten. Der war gut drauf. Sag doch, wirst du gut unterhalten hier. Machen das so. Kann gerade nicht. Er ist tot. Bitte sag mir, dass wir richtig gehandelt haben. Oh, Gott sei Dank, geschafft. Erst die Ads, dann den Bot. Boss wie in jedem Spiel auch. Ja, vermutlich wäre es andersrum besser gewesen. Red, einen wunderschönen guten Tag. Der Name ist mir eindeutig zu lang. Nicht komplett rauszoomen? Pausiert auch in Nahansicht. Ach so, ja, das weiß ich. Now time to watch again. WB-Demo. Und yippie! Mahmut, vielen, vielen lieben Dank für den Resub. Dankeschön für 2 Monate. Einen wunderschönen guten Tag. Ich wünsche dir auch einen tollen Sonntag. Deine Gummizelle hat sich soeben erweitert. Du hast mehr Platz. Schieb dir eine kleine Couch oder einen Sessel rein. Mach es dir darauf gemütlich. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für die anhaltende Unterstützung. Dankeschön. Dankeschön.
Hast du schon mal im Stream... Northgard habe ich auch schon im Stream gespielt, Arthas. Aber das ist schon etwas länger her und ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe es gehighlightet. Ich glaube, man kann es nachschauen. Ich muss das aber auch mal wieder spielen. Die haben einiges gepatcht. Die haben viel, viel gemacht. Sehr, sehr viel gemacht. Ojamariro, moin, Hallöchen. Gigi, wir haben es geschafft. Yeah. Genau, ich werde das schon rausfinden. Saloko, einen wunderschönen guten Tag. Genau, ich will auf die Nase fallen. Ich bin bisher noch nicht einmal gestorben. Ist euch das schon aufgefallen? Will doch auf die Nase fliegen, genau. Anda, ich danke für den Follow. Dankeschön. So, natürlich, deine Reue kommt zu spät. Er hat mich dazu gezwungen. Wichtig ist nur, dass Shiani in Sicherheit ist. Das stimmt. Er hat mich dazu gezwungen, habe ich gesagt. Shiani braucht dich. Also ich sagte, er hat mich dazu gezwungen. Entschuldigung. Irgendwelche Mods installiert? Nee. Vanilla. Komplett Vanilla. Wie ihr wünscht. Nietenbesetzter Lederhelm. Habe ich nicht ausgerüstet. Klingt aber besser als das, was ich habe. Und nietenbesetzte Lederhandschuhe, die tatsächlich nicht besser sind. Lass mal ganz kurz gucken hier. Der Lederhelm ist aber besser, ne? Schon irgendwie, habe ich das Gefühl. Plus 2 körperliche Widerstandskraft. Das hat ja der andere nicht. Wir nehmen die einfach, weil es dazu passt. Es gibt Mods für Dragon Age? Ja, mir wurde gesagt, es gibt Mods für Dragon Age. Nimm nur die Handschuhe und den Helm. Game, please. Alles von der gleichen Sorte ist. Ja, aber gab es, glaube ich, nicht. Ich hatte ja beides an und... Ach doch, ich habe hier irgendwelche Boni. Bloß was für einen, weiß ich noch nicht so richtig. Ach, guck mal, meine Bewegungsgeschwindigkeit, die Erschöpfung ist nicht so groß. Ah, dann sollte ich das vermutlich erstmal so behalten. Na, okay. Wundumschlag nehmen wir dankend an uns. Das mal so hier, schwacher Wundumschlag. So, ansonsten haben wir in dem Raum erstmal nichts weiter. Ich wollte eigentlich nochmal zurückgucken. Aber selbstverständlich. War das hier? Ja. Denn? Hier war ja auch noch, genau. Hier habe ich nämlich vorhin nicht hingeguckt. In den Raum. So, jetzt aber. Jetzt aber! Heiner? Lass mich nicht allein! Bitte, bitte bring mich nach Hause! Kilian, heidel die ho, einen wunderschönen guten Tag. Das ist Schlut, es wird genommen. Ja, natürlich nehme ich es mit. Mitnehmen tue ich es sowieso. Da ist keine Truhe in dem Raum. Ah, so. Kannst du gehen? Ich glaube schon. Du hast sie getötet, oder? Du hast sie alle getötet. Ich habe getan, was ich tun musste. Gut. Gut. Wird sie wieder? Wir müssen hier raus. Hoffentlich würdest du... Sie wird sie überleben. Wie geht es dir? Hoffentlich. Shiani ist stark. Sie wird sich erholen. Wir sollten gehen. Bald. Ich meine sofort. Gute Idee. Ich sichere nach hinten. Ich kann es kaum erwarten, hier rauszukommen. Töte sie alle! Ihr seid zurück. Ist Shiani verletzt? Wo ist Tormis Tochter Nola? Nola hat es nicht geschafft. Sie hat sich gewehrt und... Sie haben sie getötet. Nelaris auch. Die Wachen haben ihn umgebracht.
Ich verstehe. Würde der Rest von euch Frauen Chiani bitte nach Hause bringen? Sie braucht jetzt Ruhe. Natürlich. Und jetzt sprich. Was ist passiert? Die Familie des Arztes ist jetzt etwas kleiner. Ich glaube, das nehme ich sogar. Die Familie des Jals ist jetzt etwas kleiner. Dann ist die Garnison gewiss schon unterwegs. Euch bleibt nicht viel Zeit. Wir müssen den Nerim wohl eine Weile verlassen. Ach, dass es so weit kommen musste. Die Wachen sind hier! Keine Panik. Warten wir erst einmal ab. Ob abwarten eine gute Idee ist? Ich suche Valandrian, den Ältesten und Verweser des Gesindeviertels. Ich bin hier, Hauptmann. Ich nehme an, ihr kommt wegen des Zwischenfalls heute. Spielt nicht den unwissenden Ältester. Ihr werdet nicht verhindern, dass Gerechtigkeit geschieht. Der Sohn des Aals liegt tot in einem Meer aus Blut, das den gesamten Palast überschwemmt. Ich will Namen. Und zwar jetzt. Diese Baumschmuser mit ihren langen Ohren. Also ich werde nicht ruhig bleiben. Einfach nur, weil ich Angst habe, dass sie eventuell dann unseren Ältesten köpfen oder so. Deswegen wähle ich die zwei. Ich war es. Ich soll glauben, dass eine Frau das alles getan hat? Wir sind nicht völlig hilflos, Hauptmann. Du rettest viele Leben, indem du dich stellst. Ich möchte zwar nicht in deiner Haut stecken, aber ich verneige mich vor deinem Mut. Dieser Elf wird bis zur Rückkehr des Aals im Kerker schmoren. Ihr anderen, geht nach Hause. Hauptmann, auf ein Wort bitte. Was ist, grauer Wächter? Wie ihr seht, habe ich alles unter Kontrolle. Das mag sein. Aber ich mache hiermit vom Konskriptionsrecht der Grauen Wächter Gebrauch. Diese Frau steht ab sofort unter meinem Schutz. Bam, 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 bam. Ha! Damit habt ihr nicht gerechnet. Habt ihr gehört? Lasst die Finger von mir. Ja, holt's doch der... Nun gut, Grauer Wächter. Ich kann eure Rechte nicht anfechten, aber um eines bitte ich euch. Schafft diesen Elf aus der Stadt. Heute. Einverstanden. So, meine Männer müssen ausrücken, bevor sich die Sache herumspricht. Vorwärts! Also gut, du kommst jetzt mit mir. Verabschiede dich von allen und komm zu mir, wenn du bereit bist. Dann brechen wir sofort auf. Nice Sache! Royla, einen wunderschönen guten Tag. Hallöchen. Was? Slum-Schmuser? Jetzt sterben gleich die Wachen. Wird? Elfen sollen, glaube ich, Ossis darstellen. Die lebten früher auch extra abgeschnitten von... Wow, Muff. Wow. Raupe in der Hut. Bam. Hi, Anni. Tipps drauf, oder? Ja, ich komme jetzt zu meinem Lover. Gott sei Dank. Können wir vor der Abreise die Hochzeit nachholen? Die war so schön. Nein, weiß ich nicht. Na, Brawler, hattest du einen schönen Tag bisher? Wenn du wüsstest, was dir blüht, naja, mal schauen. Aber was wird hier passieren? Gar nichts, bis auf Weiteres. Es ziehen weit gefährlichere Stürme herauf, die nicht nur dein Volk bedrohen. Ich habe einen grauen Wächter gesucht und gefunden. Dass dir deine Rekrutierung das Leben rettet, ist reiner Zufall. Du hast getan, was du tun musstest, um deine Mission zu erfüllen. Solche Leute brauchen wir. Und jetzt verabschiede dich. Dein altes Leben liegt hinter dir. North Viking, einen wunderschönen guten Tag. So, dann sagst du moin. Dein Tag war gut? Meiner? Bisher auch.
Bisher kann ich mich nicht beklagen. Alles schick. Schoko Teddy, vielen lieben Dank für den Follow. Level up, level up, level up. Ich hätte gern noch ein bisschen Konstitution. Einfach nur so, wobei. Irgendwann hoffe ich ja mal, dass ich, ich sollte ja eigentlich nicht alleine rumlaufen. Und bisher hatte ich bei ihr lebenstechnisch noch nicht so die Probleme. Deswegen gehen wir weiter auf Geschicklichkeit und Klugheit. Wobei ich das diesmal so rummache, dass wir das ungefähr gleich halten. Die zwei. Das sollte ganz gut passen. Und dann natürlich weiter im Bogen schießen. Was haben wir denn jetzt hier? Verkrüppelnder Schuss. Obwohl es nur normalen Schaden verursacht, schränkt diese Sorgfähigkeit gezielt. Treffer, die Kampffähigkeit ist hier. Senkt das Talent, Meisterbogen. Ah, okay. Das ist natürlich sehr nice. Dann nehmen wir doch den mit direkt dazu. Sehr schön. Ich würde mich gerne noch ein bisschen umschauen, bevor ich hier gehe. Ich würde zum Beispiel gerne noch mal mit dem Händler sprechen. Vielleicht habe ich ja jetzt die Möglichkeit dazu. Keine Hochzeit! Puh! Rette dein Leben. 9001, der Brut. Du schaffst das schon. Na klar. Außerdem hört auf, hier rumzuspoilern. Reißt euch zusammen, haltet euch zurück. Von wegen hier, ne? Ihr da noch so schwant und so. Ne? Vorsicht. Schoko-Teddy, einen wunderschönen guten Tag. Hi. Was ist mit Stärke? Ich dachte, ich brauche keine Stärke. Weil doch Stärke nur... Ich dachte, das geht eher auf die anderen Waffen dann. Also nicht auf Bogen, sondern mehr so auf Dolch beim Schurken. Und das will ich ja eigentlich nicht. So, pass mal auf hier. Stärke. Treffergenauigkeit im Nahkampf. Würde ich durch körperliche Angriffe verursachten Schadens. Naja, gut, ja, durch körperliche Angriffe. Alle Waffen außer Armbrüste und Stäbe. Dann sollte ich vielleicht doch ein bisschen auf Stärke gehen, oder? Ende kommt Blackscreen. Wow. Dann sollte ich vielleicht doch immer mal Stärke mitskillen. Ich dachte, das hat für mich überhaupt keine Bewandtnis, aber wenn das natürlich auch meinen Bogenschaden erhöht... Du solltest jetzt gehen. Lass dir nur sagen, dass wir dich alle vermissen werden. Ja, genau. Bestimmt. Das glaube ich nicht. Mal gucken, was sie uns jetzt... Also, ob sie uns noch was zu sagen hat. Vielleicht ist es so am besten. Nett. Die Kinder, können wir nicht nochmal sprechen? Ich bin mir sicher, ihr werdet da draußen gut zurechtkommen. Na, mal schauen. Wenn das der Plan des Erbauers für dich ist, wird es wohl so am besten sein. Deine Mutter hätte sich darüber gefreut. Bogenschütze geht normal im Nahkampf in den Nahkampfmodus. Wieso? Ich habe doch beim Bogenschützen extra geskillt, dass er auch im Nahkampf schießen kann. Genau, je mehr ich den Bogen spannen kann, desto mehr Wucht. Da hast du durchaus recht. Leroy Striker, vielen lieben Dank für den Follow. Das hoffe ich. Pass auf dich auf, mein Mädchen. Sei vorsichtig, klug und... Du weißt schon, wir werden dich alle vermissen. Ach. Gibt es noch irgendwas in unserem Haus zu holen? Da bist du ja. Danke. Für mich, für Soris, für alles. Sei gut zu Soris. Das bin ich, versprochen. Shiani hat sich offenbar erholt. Ich lasse euch beide allein. Viel Glück und nochmals vielen Dank. Teko, hallöchen. Schönen guten Tag. Hi. Ah.
Schon mit deinem Ex-Ehemann geredet, der ist doch gar nicht, der ist wie ein bisschen tot. Mit dem kann ich ganz schlecht reden. Mein Ex-Ehemann. Mauer. Genau so wird es geschehen. Okay. Was ich so alles streame, Schokotelli, das ist relativ unterschiedlich. Rollenspiele sehr, sehr gerne. Story-Games sehr gerne. Auch mal Point-and-Click-Spiele. Ja, eigentlich unglaublich viel Verschiedenes. Auch gerne mal Survival-Games. Wie Seven Days to Die, Ark, sowas in die Richtung. Sehr, sehr unterschiedlich. Wann ist denn das passiert? Tapmoth in der... Im Haus des Adligen. Also wo wir dann den Typen zum Schluss angegriffen haben. I have the DLC. Yeah, Demo, I have it. Larry. Hey there. Or bonjour, but this is a German stream, so I will talk in German most of the time. And yeah. But English is okay. Okay, Lieblingsstreamer. Ach, Larry, Larry spricht Deutsch. Ja, wer mit Bonjour grüßt, der muss damit rechnen, dass ich davon ausgehe, dass da eventuell kein Deutscher sitzt. Gut, okay, das hier haben wir alles. Das haben wir alles. So, ich würde aber noch mal ganz kurz ein kleines Päuschen einlegen. Ich bin in wenigen Minuten wieder zurück. Ich beeile mich ganz, ganz doll. Muss ja bloß kurz was klären. Bis gleich. Ich beeile mich. Bis gleich.